Hi, es ist jetzt Adventszeit und ich dachte, vielleicht bekommst du Besuch aus Kiswahili sprechendes Land und wäre nicht schlecht, wenn du dich ein bisschen auskennst und einfach die Leute mit Freude machen, indem du etwas Kiswahili sprichst. Zum Beispiel, hallo, mein Name ist Marco, ich komme aus Deutschland. Wenn du zum Beispiel in Afrika bist, sagt man dann Jambo zu hallo, mein Name ist Marco. Jina langu ni Marco. Ich komme aus Deutschland. Ninatoka Ujerumani. Ich bin Tourist. Ich bin Tourist zum Beispiel, sagst du dann Mimi ni Mtalii. Mtalii ist ein Tourist. Utalii ist Tourismus. Und wenn du sagst, ich bin hier zu Besuch, Nimekuja Matembezi. Nimekuja matembezi, ich bin hier zu Besuch. Oder ich bin hier gekommen, um euch zu besuchen. Nimekuja hapa kuwatembelea. Nimekuja hapa kuwatembelea. Ich bin hier gekommen, um euch zu besuchen. Nimekuja hapa kuwatembelea. Also, wenn man mehrere Leute besucht, aber wenn man eine Person besucht, sagt Nimekuja hapa kuku. Tembelea, wenn es eine Person ist, nimekuja hapa kukutembelea. Wenn du deinen Schatz besuchst zum Beispiel, ich bin glücklich, nina furaha. Ich bin glücklich, nina furaha. Nach der Reise ist man immer müde, also kannst du sagen, ich bin müde, also total kaputt. Sagst mal, nimechoka. Ich bin müde. Oder kann man auch sagen, nina uchovu. Nina uchovu. Aber das benutzt man eher, wenn man in Schule ist und schreibt Text oder Arbeit schreibt, dann sagt man Nina Uchovu. Aber wenn man müde ist und ganz locker miteinander spricht, sagt man Nimechoka. Oder ich bin sehr, sehr müde, Nimechoka sana. Nimechoka sana. Wenn man schlafen will, Ninataka kulala. Ninataka kulala. Ja, wenn man hungrig ist, Ninanja. Ich bin hungrig, Ninanja. Wenn man durstig ist, Nina Kiu. Nina Kiu. Kiu ist Durst und dann ich habe Durst, Nina Kiu. Wenn man satt ist, Nimeshiba. Wenn man satt ist, Nimeshiba. Und wenn man dann schon was gegessen hat, sagt man Danke, sagt man dann auf Kiswahili Asante. Oder ich bedanke mich, Nina Shukuru. Also Danke nochmal sagt man Asante. Aber wenn du dich bedankst, sagt Nina Shukuru. Das wäre ein perfektes Kiswahili. Und was sagt man? Ich liebe dich, sagt man auf Kiswahili, Nakupenda. Ich liebe dich, Nakupenda. Schatz sagt man zu einer Mpenzi. Mpenzi ist ein Schatz oder deine Geliebte oder jemand, den du liebst, sagst du Mpenzi, Nakupenda. Schatz, ich liebe dich. Ja. Und wenn du den hast, irgendwann mal Stress und du sagst, ich hasse dich. Kann ich nicht immer so hassen. Sagt man Nakuchukia. Nakuchukia. Ich hasse dich. Nakuchukia. Aber ich hoffe, das sagt keiner. Jetzt ist Weihnachtszeit. Alle haben euch lieb. Sagst du ganz schön fleißig. Hallo Schatz. Und auf Kiswahili, wenn du einfach so Spaß, so wie hier Hi oder Alter, so Alter, Hi, wenn du mit deinen Freunden Hallo sagst und so sagt man Sasa. Das sagt man oft auch in Nairobi oder Kisumu oder so in der Stadt. Sagt man Sasa. Ist so wie Jambo, aber auf Gleichaltrige oder Freunde, auf Kumpel und auf eine Schatz bezogen. Sagt man nicht unbedingt. Ja, Jambo, das ist ein bisschen kalt, normal. Aber man sagt Sasa, Sasa und einer Fit. Fit. So wie cool. So gut. So, Sasa ist so wie Jambo. Also Begrüßungswörter, wenn du jemanden kennst oder Kumpels oder wenn nächstes Mal einer kommt, sagst du den, ey Sasa, ey Alter, hi. Und dann sagt man fit, das bedeutet gut. Oder sagst du Niaje, ja wie geht's? So, wie geht's? Niaje. Auf normal Kiswahili würde man sagen, unaendeleaje. Wie geht es dir in einer nette, gerade so wenn man mit älteren Leuten spricht, fragt man, unaendeleaje, wie geht es dir? Und dann sagt man den anderen Danke, Asante oder Ninaendelea vizuri, mir geht es gut. Aber zu normalen Leuten sagt man Niaje, so zu Kumpels, so Niaje.
Dann sagt er, sorry oder fit, sagt man dann. Also nächstes Mal, wenn einer sagt zu dir, Spaß, oder wenn jemand kommt rein, sagst du, Spaß, Sasa, dann wird er sagen, fit. Und das ist etwas Lockeres und wir lernen noch ein bisschen mehr.